bringe die fehlenden Glocken zurück in den Tor. Revelio. Ach da. Ach da. Upsi. Uiuiui, jetzt klingelt es aber ganz schön. Ach so, die sind hier. Revelio. Aber wo habe ich denn jetzt die hingefeuert? Wo sind denn die jetzt? Hoch. Ach so. Ja, aber wo habe ich sie jetzt hingefeuert? Ich wollte doch eigentlich Leviosa machen. Ach da. Da ist eine der Glocken. So, komm mit. Dong! Esmeralda, die Glocken! Überall, wo die Gegenstand Dong! Die letzte vielleicht oben? Ah, da! Nun, das war nicht so schwer. Evangeline sollte erfreut sein. Zu Black. Oh Mann. Ja, die können auch wieder aufhören zu bimmeln. Also, ich finde das gerade auch so ein bisschen laut. Was ist denn das hier für ein... Achso, hier war ich schon mal. Aha. Ach, guck mal, hier geht's auch lang. Hier bin ich also. Naja, gut. So, dann geht's erstmal zurück zu Evangeline. Die wird sich freuen. So. Oben wartet sie. Nervig, wenn sie fragen. So. Die Glocken hängen wieder, Evangeline. Du machst der Schule alle Ehre. Ich kann es kaum erwarten, sie zu hören. Und dass der Schulleiter sie hört. Ich würde gern sein Gesicht sehen. Künftige Generationen wissen deine Tat vielleicht nicht zu schätzen, aber ich schon. Und ich hoffe, du auch. Danke. Du weißt ja nicht, wie viel das bedeutet. Mir und Hogwarts. Eropentenhorn. Oha. So, wo sind noch Quests? Dort nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. War's das? Waren das alle. Nee, das kann doch noch nicht alle, können doch noch nicht alle Quests gewesen sein. Das können ja noch nicht alle Quests gewesen sein. Aufträge hier. 5 fehlen noch. 5. Aber, na gut, 2 ist ja noch. Das eine ist noch mit Poppy. Das andere ist der Hauspokal. Ach so, ja, stimmt.
diese hier, der Hippogreif markiert die Stelle. Das, ja, werde ich wahrscheinlich dann irgendwie mal anders lösen oder so. Gut. Ich würde mal sagen, wir gehen dann mal in die große Halle. Treffen uns mit Poppy. Und ich glaube, dann wird jetzt gleich auch bald das Schuljahr zu Ende gehen. Irgendwie macht mich das jetzt doch ein bisschen traurig. Ich muss jetzt aber, bevor es jetzt hier zum Ende geht, nochmal ein Resümee vom Spiel geben. Auf jeden Fall. Hogwarts Legacy ist ein unfassend schönes Spiel. Also mit so viel Liebe zum Detail, in Kleinigkeiten, was mal in den Büchern in einem Nebensatz erzählt wurde, wurde hier umgesetzt. Es wurde echt viel daran gesetzt, hier eine Welt zu erschaffen. Noch. So schnell geht das nicht. Eine Welt zu erschaffen, die für sehr viele, die mit Harry Potter groß geworden sind, ein Zuhause zu geben. Und ich muss sagen, das Spiel fesselt mich und macht mir sehr viel Spaß. Unglaublich viel Spaß. Oh nein! Unsere ZAGs! Oh nein, ich wollte die Quest noch nicht machen. Mietels nicht abschreiben. Sind wir soweit? Wir sind soweit. Wie hat alles angefangen? Dieses Jahr hat unsere Schülerschaft die Tapferkeit von Godric Gryffindor gezeigt. Beruhigen Sie sich. Die Loyalität von Helga Hufflepuff. Die Weisheit von Rowena Ravenclaw. Die Ambition von Salazar Slytherin. Also, den diesjährigen Hauspokal gewinnt... Schulleiter, Verzeihung, wenn ich dürfte. Natürlich. Es gibt jemanden mit unglaublichem Heldenmut während des Angriffs auf Hogwarts. Ganz zu schweigen von den ausgezeichneten Noten im Unterricht. Gerade erst frisch zu uns gestoßen. Redet sie über uns? Nun, das scheint mir doch auf jeden Fall... Sagen wir mal... 100 Punkte für das Haus wert. Ah! Wow! Finden Sie nicht auch? Ah, ja. Danke, Professor Weasley. Oh mein Gott! 100 Punkte für Ravenclaw! Ein Gewinner! Nein! Hey!
Was soll ich jetzt großartig dazu sagen, außer das, was ich noch am Ende sagen wollte. Das war Hogwarts Legacy. Ich habe eigentlich schon meine Meinung dazu gesagt. Ich fand dieses Spiel großartig. Es hat unglaublich viel Liebe, unglaublich viel Liebe zum Detail. Eine Welt, die mit der man sich, wenn man die Bücher, die Filme gekannt hat, sehr identifizieren konnte. Und ja, es macht einfach Spaß, in diese Welt hineinzutauchen. In Memory of Dave Ross. Man muss sich alleine nur dieses, ja, das alles hier anschauen, dann weiß man, das, was hier reingesteckt wurde, das ist einfach Liebe. Die Leute, die das alles hier gemacht haben, die haben so viel Herz reingesetzt. Man merkt es richtig. Und ja, mir was anderes zu sagen, kann ich gar nicht. Ich bin begeistert von dem Spiel. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich werde es auf jeden Fall auch noch mehrmals spielen. Nur mit einem anderen Haus dann. Naja. Was soll ich großartig sagen? Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich lasse jetzt hier die Credits noch durchlaufen. Vielleicht sehe ich ja nochmal, also kommen wir dann nochmal rein ins Spiel, kurz, um die letzten Sachen zu erledigen. Wer weiß. Aber im Großen und Ganzen, es war großartig. Das Spiel war großartig. Hatte mich von Anfang an gleich mit reingezogen und ich war sofort drinnen. Von Anfang an und es ist großartig. Ja, ich bleibe mir nichts anderes mehr zu sagen, außer ich danke euch fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns in einem anderen Let's Play von mir wieder. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, einen Kommentar, ein Abo, wie auch immer. Aber auf jeden Fall danke ich euch, dass ihr das Ganze hier mit mir erlebt habt. Vielen, vielen Dank dafür. Und damit jetzt verabschiede ich mich. Vielleicht hören wir uns gleich noch wieder, aber solange jetzt kommen die Credits. Genießt sie und ich sage jetzt schon vielleicht erstmal ciao, aber vielleicht auch noch nicht.
Wir sind doch noch mal kurz zurück und wir können tatsächlich doch noch ein paar kleinere Sachen noch erledigen, so wie ich es mir gedacht habe. Ich möchte gerne nur noch kurz die Quest hier mit Poppy beenden. Das ist mir gerade noch wichtig. Das ist mir gerade noch ein bisschen wichtig. Und das jetzt hier nur noch mal kurz als kleines Ende, würde ich mal sagen. So, Poppy ist da am Kamin. Ah, genau dich wollte ich sehen. Worum geht's? Darren hat dich also endlich überzeugt, die Schnatzer zurückzulassen. Wenn jemand sie vor den Wilderern beschützen kann, dann die Zentauren. Und ich wollte dir danken. Als die Wilderer uns angriffen, war ich... Es war schön, nicht allein kämpfen zu müssen. Ich habe es gerne gemacht. Natürlich. So etwas tun Freundinnen doch füreinander, oder? Das stimmt wohl. Gut, dass du nach Hogwarts gekommen bist. Es ist jetzt schon mein bestes Jahr. Ich will natürlich keine zweite Hornschwanzhalle, aber die drei Besen haben mir gefallen. Ich wusste gar nicht, wie hübsch es dort ist. Du warst noch nie in den drei Besen? Ich habe früher viel Zeit mit Wolkenschwinge verbracht. Und wer weiß, was Sirona davon hält, wenn ein Hippogreif auf ein Butterbier vorbeischaut. Wolkenschwinge ist die einzige, mit der ich hingehen würde. Oder Oma. Wolkenschwinge ist hervorragende Gesellschaft? Ja. Da spricht nichts dagegen. Wolkenschwinge ist toll. Das ist sie. Aber ich komme langsam auf den Geschmack menschlicher Freunde. Es war schön, über meine Eltern und Oma zu sprechen. Und Wolkenschwinge zu teilen. Ja. Hast du von deinen Eltern gehört? Du hast nicht zufällig von deinen Eltern gehört, oder? Nein, aber das ist schon in Ordnung. Und hast du deiner Oma schon erzählt? Weiß deine Oma, dass wir die Schnatzer gefunden haben? Ich konnte es nicht für mich behalten. Ich habe ihr alles gesagt. Sie war außer sich, dass ich in der Nähe der Wilderer war. Aber sie gab zu, dass sie wegen der Schnatzer neidisch war. Na schön. Aber ich glaube, von Ärger fernhalten solltest du dich trotzdem. Es war mir eine Freude, Poppy. Halt dich von Ärger fern. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wir haben uns schon zweimal mit Wilderern angelegt. Durch dich komme ich langsam auf den Geschmack. Und mit den Zentauren als Verbündete könnte ich sogar nach Ärger suchen. Mach's lieber nicht. Mach's Wir lieber nicht, Wir sollten uns bald Poppy. Mal auf ein Butterbier treffen. Vielleicht mit Wolkenschwinge? Wer weiß. Wer weiß. Tierisch gute Freunde. Errungenschaft freigeschalten. Und Level 38 noch geschafft. Na gut. Sehr schön. Gut. Und jetzt... Oha. Jetzt sieht man hier mit Blick auf die Punkteanzahl. Ja. Ravenclaw mit deutlichem Vorsprung hat es geschafft. Und damit beende ich dann jetzt hier die das Let's Play von Hogwarts Legacy, auch nochmal mit dem Bild von allen vier Tieren des Schlosses, von den Gründern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Und ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns vielleicht in einem anderen Let's Play wieder. Macht es gut und bis dahin. Ciao.